Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Aufnahmestream LS22 mit, warte mal, wie heißt das? Philipp. Mit unserem Philipp heute. Er ist heute mein Spielpartner im Stream. Unsere Manu macht noch ein bisschen Pause. Da waren die Hogwarts-Wochen, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und ich kann mir tatsächlich niemand Besseren vorstellen als Philipp an meiner Seite. Danke. Als guten Ersatz. Ich gehe arbeiten. Ja, der Philipp geht tatsächlich zu seinem Rotkohl, wo er ja schon... Warte mal. Hallo, Malesi. Ich gebe noch mal ein bisschen was frei hier. Also Hüpfhöhe und so weiter, ne? Das wäre gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt kannst du schnell laufen. Guckst du. Oh, Malesi, einen wunderschönen guten Abend. Ja, also der Philipp ist ja hier noch... bei den Kühen hat es noch geruckelt. Ist hier noch beim Rotkohl ernten, wie ihr seht. Mhm. Sehr schön. Dann wollen wir mal, ne? Möchtest du eine Runde mitfahren? Ich hab da vorne noch so einen Stehplatz. Ey, sag mal. Hauptsache, du fährst mit Micky, ne? Ja. Ich bin weg, tschüss. Ja, ja. Das sind sie. Proxima, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Proxima. Oh, ich stehe hier im Weg. Oh, ich habe ja noch die... Was ist das denn hier für ein Ernte? John Deere CP irgendwas? Ja. Was ist das für ein Teil? Hallo Paul, einen wunderschönen guten Abend. Ich würde sagen, der Lavendelernter, den Manu gekauft hat. Hat der schon wieder Geld ausgegeben? Wir haben ja noch einen Kreditlauf, ne, habe ich gehört. Ja, ja. Ne, wir haben nicht wirklich einen Kreditlauf, oder? Doch. Ach. Diese Frau. Oh. Zauberstab-Explosion. Ah! Hat Manu sich verzaubert? Ja, ja, sie ist männlich geworden. Mit rotem Bart und Käppi drauf. Ja, das Käppi soll ja nur die Glatze schützen. Genau. Da ist schon so wenig. Aber Leute, ihr werdet es nicht glauben. Erinnert ihr euch noch an den Stream, wo das kam mit, was wollte Manu haben, wo ich gesagt habe, Philipp, darf ich das? Der Philipp hat ihr tatsächlich diesen Wunsch schon fast erfüllt. Du meinst Erdnussbutter? Ja, ja, aber fast erfüllt. So. Was hat er hier? Oh, dann aber schnell, dann brauchst du heute zwei Tee, liebe Grit, wenn du jetzt hier schon bist. Aber wir hatten gestern Abend auch nur ein Grad tatsächlich. Zwei. Gestern Abend waren komischerweise zwei. Wir kamen aus der vorigen Nacht mit 11 Grad und sind mit 2 in die nächste. Wir sind aber nicht in Hamburg, sondern... ne? Oha. In Dunkeldeutschland. Was ist mit ihm los hier? Wieso will er nicht? Irgendwie rutscht er ganz gut. Ja, lass ihn. Und los geht's. Ja, tatsächlich Turm von dir. Ah, das ist interessant. Warte mal, ich mach mal bei meinem Ton aus. Und mach mal deinen Ton an. Dann hören die nämlich deinen Ton. Mhm. Hört ihr jetzt seinen Ton? Ich hatte heute Morgen jede Menge Schnee, ganz viel Arbeit und jetzt Entspannung zum Feiern. Das finde ich gut. Das ist echt wirklich schade. Ich dachte, ich kann ihn ein bisschen anheben.
Keine Experimente, wir haben dafür keine Zeit. Alles, was wir jetzt schaffen, muss ich nicht mit der Frau zusammen machen. Dunkeldeutschland ist alles unter Hamburg? Nee, das ist Ausland. Alles unter... Was ist mit dir los hier? Nein, nein. Oma Lizzie, mach dir keine Sorgen. Ich komme ja auch. Ich bin ja auch gebürtig geboren in Dunkeldeutschland. Von daher erlaube ich mir, diesen Begriff mal zu nutzen. Andere nutzen das, um zu mobben. Ich benutze das einfach nur mal, um Philipp zu mobben. Ja. Also die hellichte Küste, weißt du? Mimimi. Als gebürtiger Mecklenburger, ne? Und so. Genau. Genau, der Manu kann dann nächstes Mal wieder einkaufen gehen. Genau so sieht's aus. Wir müssen hier ein bisschen Geld ran schaffen. Ganz ehrlich? Mhm. Irgendwas haut hier nicht hin. Warum nicht? Weil er in der Luft hängt, vorne. Ja, das ist aber, Hauptsache, du kriegst den Kohl geerntet. Ich krieg nicht meine Kurve gefahren hier. Was ist denn hier los? Also das hätte man tatsächlich schon besser gemacht. Ja, schön da. Dann bin ich ganz knapp neben Dunkeldeutschland. Ach, mach dir keine Sorgen, Oma Lizzie. Mach dir keine Sorgen. So. Also, los wer geht's. Sich jetzt von mir auf die Füße getreten fühlt, bei dem entschuldige ich mich natürlich. Aber sowas würde ich nie bösartig meinen. Niemals. Hier wird nichts diskriminiert, es sei denn, es heißt Tipptopp. Da ist die Diskriminierung real. Boah! Du hast aber stehen lassen, Philipp. Schreibt ja, ich weiß. Ich weiß. Also arbeitest du jetzt genauso wie sie, oder was? Ich versuche einfach nur die Kurven zu kriegen. Dunkel ist es fast überall in Deutschland. Ja, ja. Ja. Also ohne ausgeschlossen. Ja, und du weißt, was ich meine, Krit. Ja, du hast recht. Ich komme nicht mehr rüber. Das hatte ich das letzte Mal nicht vor dem Patch, muss ich sagen. Was ist hier los? So jetzt. Ja. Wieder alles versemmelt, ne? Na klar. 4 Kohlköpfe hast du übersehen. Aber ich habe letztes Mal Karotten stehen lassen. Mhm. Ja, ich bin auch nicht unfehlbar. Ich sammle sie ein, wenn ich nachher den ganzen Rest, den ich übersehen habe, einsammle. Ja, bei dem Kohl ist das ja nicht schwer zu übersehen, ne? Eigentlich nicht, nee. Wieso fährst du eigentlich mit Innenansicht? Warum nicht? Du musst immer dran denken, dass den Leuten unter Umständen schlecht wird. Ich fahre ja nicht wie eine Wilde. Wenn du wie eine Wilde fährst, dann bezweifle ich jetzt dein Geschlecht. Ich krieg die Kuh hier nicht. Du kriegst die nicht, was? 4 Kuhköpfe? Naja, gut. Okay. Mir hängt schon wieder der Schauernack im Nacken. Ey, du hast schon wieder was übersehen. Ja, mit Absicht. Ey, so wird aber nicht gearbeitet. Hast du Worte, ey? Ich hab 69% voll. Wollt ihr mal richtig annehmen? Was war das? Was? Sprich dich ruhig aus. Nein. Sprich dich ruhig aus. Nein, alles gut. Alles perfectly. Genau, Proxima. Es sind ein paar mehr. Jetzt zumindest. Es könnten 6 sein. Aber für jemanden, der Soße sagt, der sagt auch, nein. 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 Nein, komm noch mal zurück hier mit deinem Hundegang.
So, und jetzt so lang. So. Nein, so. So. Zack. Bei dem Gerät muss man echt ausholen, riesen Kurven fahren. Ja, wie auf dem Flugzeugträger. Das wäre genau was für Lavisinchen. Lavisinchen mag das auch mehr, wenn man... Aber irgendwie, wie fährst du? Ich komme nicht rüber. Keine Ahnung, was das ist. Als wenn das Fahrzeug irgendwo unten drunter aufliegt. Und dann auch noch komisch. Hunde. Du hast da einen Kohlkopf stehen lassen. Mhm. Alles mit Absicht. Mit eiskalter Berechnung. Guck mal, wie fährt der denn zurück? Das ist ja das, was ich gerade meine. Und genauso fährt er zwischendurch auch vorwärts. Als wenn er in der Mitte aufliegt. Aber da ist nichts. Aber er wird voll, oder? Ja, er wird voll. Ich weiß nicht, ob das hier am Feld liegt oder was. Der lenkt auf beiden Achsen, ja. Vielleicht. vielleicht klemmt da noch ein Wagen. Vorderradlenkung. So. Vielleicht klebt da noch ein Tier drunter, was Maren überfahren hat. Das ist möglich, dass da noch irgendwas dranhängt. Du solltest vielleicht mal den Spachtel nehmen und runterklettern. Ja, wenn wir hier fertig sind, gucken wir mal, ob da noch ein halbes Reh oder ein halber Hund noch in den... Also, Manu sagt, es liegt am Feld. Sie hat gesagt, es liegt am Feld. Ja. Das Ja kam zu zögerlich. Irgendwas, guck mal, ich habe auf Vorderradlenkung gestellt. Guck mal hier. Der blockiert. Vielleicht ist es auch der rutschige Boden. Ja, das wird am Regen liegen, siehst du? Das sind Ausreden. Ich versuche eine Kurve zu fahren. Es liegt eindeutig am rutschigen Boden oder so. Gut, dann müssen wir hier eben erstmal. Nee, ist klar, liegt am Wetter. Es liegt am Wetter. Es muss am Wetter liegen. Guck. Was machst du da? Keine Ahnung. Er will nicht dahin, wo er soll. Ich bin der Meinung, er hängt in der Luft. Ja, haben wir gesagt. Aber es geht um Getreide. Da sollte man das tatsächlich nicht machen. Ich habe beim letzten Stream nachgefragt, ob das bei Karotten oder Kohl oder sowas Probleme macht, und da sagte man nein. Nur bei Getreide und solchen Sachen macht das wohl, dann kriegt man nicht die richtige Ernte raus. Ich schaff's noch. Wenn die Vorderachse am Boden schleift, braucht das Teil Ich würde eher sagen, die Vorderachse hängt in der Luft und deswegen kann er nicht richtig lenken. Lad doch mal ab. Vielleicht also bist du zu voll. Warte mal. Vielleicht durch den Patch mal gucken. Ich heb den jetzt mal an. Vielleicht bist du ja zu voll. Nee, guck. Guck mal, die vordere geht schneller wie die hintere. Ja, also, ich mach mal leer. Vielleicht liegt es ja auch am Fahrer. Natürlich. Das war Sonja, ich hab das nicht gesagt. Am Fahrer liegt. Das war Sonja. Sonja rauft sich schon wieder die Haare. Okay, ich rauf mit. Du hast ja keine mehr, die haben wir dir ja schon genommen. Ja, da war ja was. Es muss doch für Nicole ein Leih, also es muss doch richtig gut für sie sein, dass sie nicht mehr so viel Shampoo, sondern nur noch einen Tropfen Möbelpolitur raufmachen muss, oder? Ja, polieren, ja. Kräftig polieren. So, mit dunklen Touch. Dunklen Touch.
Hallo Miki. Einen wunderschönen was? Test-Crash-Fahrer? Einen wunderschönen guten Abend. Huch, ich sollte vielleicht mal die nächste Bahn antingeln. Ich gucke die ganze Zeit, welchen Dünnflug er macht. Ach, bist schon wieder gegen den nächsten Baum gefahren? Nö, aber ich hab, die Bahn war zu Ende gerade. Ist nicht lang genug, ne? Ich weiß auch nicht. Wegen der mag mich nicht. Ja, der perfekte Ersatz. Das spreche ich jetzt nicht laut aus. Ach nee. Wer den Schaden hat, ich weiß. Oh, herrlich. Atmen. Atmen. Herr von Bödefeld. Oh. Und ist er jetzt, liegt er jetzt besser? Hm. Auf jeden Fall lenkt er erstmal besser. Dann war er zu voll. Oh, herrlich. Willkommen zurück, liebe Grit. Eieieiei. Atmen wird überbewertet. Ja, natürlich. Seitdem ich Hogwarts mit Manu gespielt habe, wird Atmen sowieso überbewertet. Überbewertet. Man sieht ja so was. Ach nee. Herrlich. Doch, da ist noch was. Herrlich. So. Ja. So sehe ich das auch. Mein Feld ist nämlich gleich leer. Was machst du denn für Sachen? Felder leer. Ja. Ich habe jetzt gerade mal ausgeleert. Ich war leider voll. So. Eieieiei. Hast du alles fertig? Mhm. Ah. Wie keiner guckt. Guck mal einer, schau. Aber es war nicht viel, ne? Nee. Die Menge an Kohl auf dem Feld, selbst wenn es dasselbe Feld wäre, ist ja auch eine ganz andere wie Karotten oder Rüben, ne? Guck mal, was Kai geschrieben hat. Und ich dachte, ich könnte ganz entspannt eine Pfeife. Ja, bitte nicht verschlucken, ne? Es gibt Dinge, lieber Kai. Jetzt kannst du mal sehen, Kai, mit was ich mich umgebe. Was soll das heißen? Guck mal hier, guck mal, nix drin, ich rutsche schon wieder. Hallo und moin, diesmal ohne Manu. Und wer ist der nette Herr mit der mit dir? Das ist Manu mit zu viel Testosteron. Okay. Nein, das ist unser Philipp. Manu nimmt einmal kurz Auszeit diese Woche. Wir haben zu viel gezaubert, glaube ich, lieber Michael. Und deswegen vertritt heute mal der äußerst fähige... Da war schon wieder so ein Unterton. Da war schon wieder so ein unser Philipp. Unser Philipp. Der gute Mann, der normalerweise im Hintergrund arbeitet. Flatterdarm, Mahlzeit, moin. Hallo Flatterdarm. Vulkanpfeife.
Diese Pausen im Satz. Ja, nun ja, ich muss ja wohl überlegt antworten, Illy. Ich muss wohl überlegt antworten. Wohl überlegt, mit viel Unterton. Das ist, wenn du zum Beispiel die Folge auf dem YouTube-Kanal von gestern guckst, die heißt Sie ist nett. Da wirst du auch so einen Monolog über Manu finden, wo ich sie beschrieben habe. Mit den Worten, sie ist nett. Und ich habe noch ganz viele andere Sachen gesagt, aber der O-Ton ist, sie ist nett. Glaubt mir auch keine Sau. Woran das liegen mag. Wo bist du jetzt hingefahren? Zu den Zwiebeln oder was? Nein, zu den Kartoffeln. Ah ja, zu den Kartoffeln. Zwiebeln kannst nur du, aber Kartoffeln kann ich mit dem auch. Ja, ich bin ein flinker Flitzer. Ja, ich habe schon gesehen, diese ganzen Mods und ähnliches. Haben wir denn heute eine richtige Kategorie? Keine Ahnung. Ich frage für einen Freund, da wir ja gestern mit Just Chatting gestreamt haben. Es ist kein Bild zu sehen. Ja, das macht nichts. Hauptsache die Kategorie. Ah, Miri hat schon Ja geschrien. Nett ist die kleine Schwester von Schabernack. Aber es ist nur die kleine Schwester, Kai. Mhm. Stell dir mal vor, ich würde Manu als große Schwester bezeichnen. Dann würde ich ja schon wieder lügen. Was machst du da? Ins Silo fahren, warum? Kannst du fahren, Wiener? Da wird den Leuten schlecht, Mensch. Du musst mal an unsere Zuschauer denken. Jetzt ist Schluss. Jetzt kriegt ihr mein Bild und meinen Ton. Schlecht, wieso? Guck, hier sind sogar so gut fahre ich. Jetzt guck dir keine mehr zu. Jetzt kannst du machen, was du willst. Gott sei Dank. Siehst du, jetzt rock ich hier die Bude. Du rockst was? Rock ich hier die Bude. Ja, du könntest mal hier langsam mal antanzen auf dem Oberdeck, ne? Ich bin auf dem Weg. Ich bin ja gerade beim Leermachen. Immer diese faulen Mitarbeiter. Weißt du, schiebt da sein Auto von rechts nach links, anstatt es ordentlich zu fahren, weißt du? Immer noch, Proxima, nicht schon wieder, immer noch. Aber es sind die letzten Bahnen, also es ist wirklich nicht mehr viel, das ist der Rest. Ich habe leider das Problem, dass es immer noch heißt. Also echt, Philipp, jetzt rast doch nicht so. Da wird einem doch ganz schwindelig. Oder schwumm ran, das ist die andere Alternative. Aber ich krieg den Kurs. Ja, das haben wir. Als wir den Umzug gemacht haben, haben wir gesehen, wie du gegen Bäume fährst. Aber diesen Baum hat von euch noch keiner erwischt, hundertprozentig. Ja, bei Manu wäre ich mir da nicht so sicher. Also, ich habe den mit Sicherheit gut, so oft wie Manu da eine Abkürzung genommen hat. Ja. Ich habe den mit Sicherheit noch nicht genommen, aber bei Frau TikTok weiß ich nicht. Herr Philipp. Ja? Warum nimmst du denn jetzt einen neuen Anhänger? Da steht doch schon einer befüllt. Das ist ein Gebrauchter. Keine Sorge. Ist nicht neu. Du kommst mir hier mit einem Gebrauchtwagen an? Ich will eine Luxuskarosserie. Glaub ich, Spinner. Ich habe jetzt die Hälfte daneben gekippt, ist dir klar, ne? Oh. Ist ganz schwer ranzukommen in dieser Saison an Karotten. Ja. Wir haben. Also, wenn wir jetzt einen Transportauftrag mit Karotten hätten, ne? Das wäre cool. Das würde sich wenigstens lohnen. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Mir ist schon schlecht, da kommt's auf das bisschen auch nicht mehr an. Ach, Sonja, sei doch nicht mehr. Du bist immer so negativ.
Du bist zurzeit im Planet Crafter zugange. Ja, ich habe jetzt, nachdem da irgendwie Drohnen und so gibt, habe ich auch schon wieder mal geliebäugelt, aber dann doch wieder verworfen. Also noch mehr Kredit aufnehmen. Nein. Du musst mal positiv denken, Sonja. Oh.